in Tirol. Hier findet jedes Jahr neben dem Hahnenkamm-Skirennen auch die berühmteste und wohl schönste Oldtimer-Rallye Österreichs statt. 187 Fahrer treffen sich heuer zum 29. Mal mit den edelsten Fahrzeugen der Automobilgeschichte. Zu Gast auch Rennfahrerlegende und ehemaliger Formel-1-Fahrer Hans-Joachim Stritzel-Stumpf. Herzlich willkommen zur 29. legendären Kitzbüheler Alpenrallye. 28.344 Pferdestärken haben sich am Hahnenkamm-Parkplatz versammelt, direkt neben dem Zielhang der berüchtigten Streif, der wohl berühmtesten Abfahrtsskipiste der Welt. Polierter Chrom und edles Blech, soweit das Auge reicht. Wohin geht die Reise? Ja, wir fahren Paston und Gerlosplatte und dann kommen wir wieder zurück. Ich habe das schon mit der Nina Hartmann probiert letztes Mal. Es ist sehr lustig gewesen, weil es ist eine Mischung aus Streit und Lachen, wenn man sich verfahrt. Ich bin nicht so wahnsinnig pragmatisch und organisiert. Also es kann schon sein, dass ich ganz woanders ende. Aber meine Skikarriere gibt mir, sagen wir mal, den Vorteil, dass ich die Gegend gut kenne. Wir wollen eigentlich nur Spaß haben. Wir wollen eigentlich gar nicht gewinnen. Vielleicht die Damenwertung, aber... Nur vielleicht. Also ich werde die 38 PS, die wir haben, also richtig quälen, vor allem den Berg hoch. Mal sehen, ob das reicht. Und der Wagen, ja, ist einfach ein tierisches Gerät. 8 Liter Bentley, macht ordentlich Spaß. Und eine weitere Rennfahrerphilosophie. Also generell ist schon mal beim Rallyefahren so, dass heißt, das Hirn sitzt rechts. Wenn es die eigene Frau ist, ist es natürlich noch umso wichtiger, dass das Hirn rechts sitzt. Ein Unikat in exotisch Blau bei der Kitzbüheler Alpenrallye. Der erste Rolls-Royce für die Rennstrecke und späterer Bentley-Jäger. Ein Phantom der Landstraße. Ja, sehr selten, weil dann haben sie ihn einmal gebaut. Und der Henry Royce hat damals eben so circa um 1925, 1926 ein großes Problem gehabt. Seine Firma hat einen Riesenprofit gemacht und die Bentleys haben alle Siege abgestaubt in Le Mans. Und daraufhin hat er gesagt, er möchte konkret auch ein Sportauto bauen. Und wo er damit die ersten Mal die 100 Meilen schafft. Und da hat er praktisch diesen Rolls-Royce Experimental 17X gebaut und hat damit zum ersten Mal einen Rolls-Royce geschaffen, der 100 Meilen gemacht hat. Die Benzinbrüder und Schwestern machen sich bereit für die nächste große Etappe. Manch einer kämpft aber noch mit Startschwierigkeiten. Ja, wir waren ein bisschen zu schnell unterwegs und Amerikaner, das ist eher so was Gemütliches, gell? Und jetzt zickt er. Ja, früher bin ich mit meiner Frau gefahren und jetzt fahre ich mit meinem besten Freund. Das glaube ich ist auch groß. Teilnehmer aus 9 Nationen und mehr als 31 verschiedenen Automarken nehmen die Rallye in den Kitzbüheler Alpen in Angriff. Es werden über 500 Kilometer in 3 Tagen zurückgelegt. Es geht hinauf bis auf 1630 Höhenmeter. Bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen, vom Sonnenschein bis zum Starkregen. Diese Bedingungen erfordern höchste Konzentration von Fahrern und Beifahrern. Man muss sich seine Kräfte schon dementsprechend einteilen, um Mensch und Maschine nicht zu überfordern. Das Geheimnis des Erfolges ist es, das Roadbook richtig zu lesen, die Geschwindigkeit genau zu dosieren. Die Gleichmäßigkeit steht bei diesem Bewerb im Vordergrund. Nicht die schnellste, sondern die im Durchschnitt konstanteste Fahrt hat die höchsten Chancen auf den Sieg. Den Wind spüren, die raue, ungezügelte Kraft der Technik, eins werden mit der Landschaft. Diese Rallye ist eines der letzten Reservate für leidenschaftliche Abenteuer auf 4 Rädern. Ein Gas-Tschaika aus Russland mit einem Fiat-Motor mit 195 PS aus dem Jahre 1960 kämpft sich durch das Hochgebirge. Wir vermuten, dass der KGB hier in geheimer Mission unterwegs ist. Die geheime Mission erlebt einen unvorhergesehenen Stopp. Der Agent gibt keine Auskunft über das Problem. Ein prachtvoller Bentley aus dem Jahre 1929 mit 140 PS. Ein BMW 326, Baujahr 1938 mit unglaublichen 50 PS. Enge Straßen, Stoßstange an Stoßstange, geht es über Berg und Tal.
ist ein Auf und Ab und immer wieder kommt es zu unfreiwilligen Stopps. 50 PS können sich auch in Rauch auflösen. Technische Stopps wie hier am Achensee sind bei dieser Rallye vorgeschrieben. Eine Gelegenheit für Fahrer und Maschine, neue Kräfte zu sammeln. Die Teilnehmer sind begeistert. Ja, traumhaft. Absolut fantastisches Panorama, tolle Autos um uns herum. Also besser kann es nicht sein. Gut, das ist schon eine Challenge gewesen, vor allem mit dem alten Material, ob die Scheibenwäscher tun und so weiter, aber es hat da. Und die Streckenführung, man kann, hat ein bisschen Glück, braucht man auch, dass man an diesen Fahrzeugen vorbeikommt. Aber eigentlich von den Kulissen her perfekt. Die richtige Ausrüstung war bei dieser Rallye ein großes Thema. Wir sind richtig geschützt. Also wir haben auch einen Anzug dabei, wo wir komplett, wie ein Kondom könnte man sagen, eingepackt sind und gar nicht nass werden können. Jedes Jahr aufs Neue bemühen sich die Veranstalter, eine aufregende Streckenführung und spannende Sonderprüfungen zu organisieren. Ein Bentley R-Type, Continental Molina, Baujahr 1954 mit 172 PS. Auf Geschick und Fahrkönnen kommt es an. Langweilig wird es nie bei diesen Herausforderungen. Die Rallye ist eine eindrucksvolle Leistungsschau der Automobilgeschichte aus 7 Jahrzehnten. Neben prachtvollen Vorkriegsklassikern und eleganten Sportcoupés und Limousinen der 50er und 60er Jahre kann man hier rassige Sportwagen und Raritäten jüngeren Baujahres hautnah erleben. Auch nach 29 Jahren übt diese Rallye eine unglaublich große Faszination auf die Teilnehmer und das Publikum aus. Rasant geht es weiter Richtung Tal. Der erste Tag nähert sich seinem Ende. Nach 240 Kilometern sind die Teilnehmer froh, ihre Boliden heil ins Ziel gebracht zu haben. Jede Sekunde zählt. Es wird gerechnet und gemessen. Noch ist alles offen. Erst am Ende wird sich zeigen, wer mit der besten Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren ist. Ein Klassiker nach dem anderen rollt durch die Gammstadt. Zuschauer sind begeistert. Letzter Tag der Kitzbüheler Alpenrallye. Die finalen 190 Kilometer über Berg und Tal stehen bevor. Bei allen Teilnehmern laufen die technischen Vorbereitungen auf Hochtouren. Höchste Konzentration ist angesagt. Ein Teilnehmer zieht eine erste Bilanz. Na, also wir sind eigentlich für das Auto zu wild gefahren, so wie er heute beieinander ist, aber bis gestern haben wir es geschafft. Schauen wir, wie es heute weitergeht. Eine weitere Rennphilosophie. Ich sage aber nur, die Harten kommen in den Garten. Ei, der geht jetzt noch, der ist noch kalt. Das ist wie bei uns morgens. Wir überlegen die ganze Zeit, wo ich ein Glas Champagner reinschütten kann, damit er wieder auf Touren kommt. Wir fahren mit einer Runde von Freunden und ich habe heute einen Fahrerwechsel vorgeschlagen, um den ehelichen Stress beim Navigieren und Fahren zu vermeiden. Es ist das zweite Mal, dass ich an der Kitzbüheler Alpenrallye teilnehme. Das mache ich mit einigen Freunden, das ist wunderbar. Es ist immer schön in Kitzbühel, selbst heute, wie man gesehen hat, im Gegensatz zur Wettervorhersage. Ich bin sehr happy, hier zu sein und an dieser Rallye teilzunehmen. Gestern musste ich meinem Beifahrer ein- bis zweimal daran erinnern, ein bisschen mehr aufzupassen. Aber im Allgemeinen amüsieren wir uns sehr, die Autos sind fantastisch, die Gegend ist wunderschön und die Abschnitte sehr sportlich. Ich komme aus South Dakota in den Vereinigten Staaten und ich nehme hier teil, weil sie mich dazu gezwungen hat zu dieser Rallye.
2014 waren wir in Kitzbühel und sind durch Zufall beim Hotel Tiefenbrunner gesessen, haben getrunken im Regen. Es war kalt und alle Autos kamen da vorbei. Und sie sagte, weißt du, das sieht lustig aus, das könnten wir machen. Also habe ich ein Auto gekauft und jetzt sind wir hier, um mitzumachen. Ehrlich gesagt war unser Höhepunkt auch der Tiefpunkt. Auf dem steilsten Anstieg, beim Rauffahren waren wir vor allen Autos und auf dem Weg nach unten auch. Meine Bremsen sind die Art von Bremsen, die man in den USA verbaut. Die sind nicht gemacht für Berge wie diese hier. Bei circa 3/4 des Weges nach unten musste ich ranfahren, weil hinten bei uns Rauch aufstieg von den Bremsen. Wir haben sie abkühlen lassen und danach war es wunderbar. Zurück im Kampfgeschehen bei der Kitzbüheler Rallye. Der letzte Tag steht ganz im Zeichen von rasanten Duellen auf der Strecke durch die Alpen. Die Piloten geben noch einmal richtig Gas, versuchen noch den einen oder anderen Platz gut zu machen. Und nicht weniger als 23 prachtvolle Vorkriegsklassiker sind auf dieser Strecke unterwegs. Die offenen Tourer und Rennsportfahrzeuge, die prachtvollen Limousinen und Landaulets und Cabriolets, bei denen noch das Auge des Designers und nicht die Werte im Windkanal über die Form entschied, sorgen für besonderes Aufsehen. Viele Raritäten, die man sonst nur in Sammlungen oder Museen zu Gesicht bekommt, präsentieren sich dem Publikum. Ein Wert von mehr als 30 Millionen Euro ist auf den Straßen rund um Kitzbühel unterwegs. Öl und Sprit für die Polien, aber auch für die Piloten wird gesorgt. Der Kaiserschmarrn ist die letzte Stärkung vor der Fahrt ins Ziel. Viele der Prachtstücke rangieren oft mit siebenstelligen Beträgen in den Liebhaberlisten. Aber die meisten der Schmuckstücke sind nicht nur teuer, sondern vor allem eines, unverkäuflich. Die vielen Zuschauer in der Kitzbüheler Innenstadt sind begeistert von den prachtvollen Exemplaren der Automobilgeschichte. Wir haben auch einen Sieger, Burkhard Müller aus Deutschland mit einem Mercedes Pagode von 1968. Wir haben vor 2 Jahren die Kitzbüheler Alpenrallye gewonnen, waren wir auch Gesamtsieger. Wir wollen keine Kaffeefahrt machen, wir wollen halt schon ein bisschen sportlich unterwegs sein. Und das ist hier in Kitzbühel gegeben, das gefällt uns sehr. Alle Fahrzeuge und Teilnehmer sind unversehrt ins Ziel gekommen und absolvieren ihren letzten Auftritt vor der Heimreise. Das war's von der Kitzbüheler Alpenrallye dieses Jahr. Wir sehen uns wieder 2017.